Sie sind hier, 9. April 2019, 20.29 Uhr. Die Würzburger Kickers kommen der Teilnahme am DFB-Pokal einen Schritt näher. Im Halbfinale des Toto-Pokals setzen sich die Franken locker in Unterhaching durch. Die Würzburger Kickers dürfen weiter von der Teilnahme an der ersten Runde im DFB-Pokal ab der Saison 2019/20 live im TV auf Sport1 träumen. Im Halbfinale des Toto-Pokals setzten sich die Franken im Drittliga-Duell bei der SPV GG Unterhaching souverän mit 3:0, 1:0 durch. Simon Skerlatidis, 40. Orhan Ademi, 59. und Fabio Kaufmann, 65. erzielten die Tore für die Würzburger. Gegner der Kickers im Endspiel am 25. Mai ist entweder der TSV 1860 München oder Regionalligist Aschaffenburg, Mittwoch 30. April, 18.30 Uhr live im TV auf Sport1. Der Pokalsieger nimmt an der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals teil.